Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, das gibt einen Eckball. Die Situation ist noch nicht sauber nach diesem Eckball. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. Wenn der nächste Pfiff des Schiedsrichters kommt, dann wird das Team wechseln. Zweikampf um den Ballbesitz. Achtung, schöner Pass und Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Einwurf. Da sind die Einwurfspezialisten gefragt. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, dann wollen sie einen Wechsel vornehmen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Was für einen Torwart haben die heute. Unbezwingbar, der Mann. Ich würde jetzt fast Wetten annehmen, dass der heute keinen kassiert. Er hat weiter eine weiße Weste. Klasse Keeperleistung. Deine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Und per Kopf. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und er tänzelt mit... Geht er rein! Das gibt jetzt Theater mit dem Trainer. Riesige Ausgleichschance vermasselt. Mein lieber Herr Gesangverein, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Ball im Aus, Einwurf. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Bei nächster Gelegenheit wird hier wohl gewechselt. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Sofort abgezogen und... Und schon wieder gibt's Eckball. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Toll, wie er das macht und... Ein Ball, der unbedingt drin sein musste. Ja, also ich glaube, den hätte Manni Breukmann gemacht. Eckbälle hat es heute auch schon gegeben.
Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er attackiert ihn, er will den Ball. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Und da ist doch noch der Ausgleich, Tor! Das ist ja fast nicht zu glauben. Bis jetzt hat er super gehalten. Nun kriegt er ein Tor. Fehler gemacht. Ah, da tue ich mich ein bisschen schwer, das so zu beurteilen. Er hat ja glänzende Leistungen bisher gebracht und du kannst nicht jedes Ding parieren. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das sieht gut aus. Vielleicht reicht es doch noch zum Siegtor. Und der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache. Abstoß. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Achtung! Und das Spiel war eigentlich schon so gut wie vorbei. Und trotzdem machen sie jetzt noch das Tor. Ich glaube, wir fangen besser noch nicht an, über Entscheidungen zu reden. Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Aber es ist unfassbar spannend. Da, und da trifft er wieder zu, dieser Spruch. Die wahren Krimis gibt es nicht im Kino. Die gibt es hier auf dem Fußballplatz. Jetzt müssen sie nur noch den eigenen Strafraum dicht halten und da haben sie gewonnen. Ich glaube, Manni, das war die Entscheidung. Was für ein Triumph, Frank. Und was für ein Jubel, was für eine Freude. Und das war ein super Fußballspiel.
Tor! Und Tor! Und Tor!